Männer schlagen Frauen unter dem Deckmantel des Boxens bei Olympia. Das erleben wir im Moment tagtäglich. Imane Khelif und Lin Yuting sind nur zwei Beispiele dafür. Jetzt gab es gestern eine Pressekonferenz. Why you attack me? Why you attack me? Why you attack me? Die hat das Ganze noch schlimmer gemacht, denn es gibt jetzt hier erneute Beweise eines Tests, den der vorherige Boxverband gemacht hat, und normalerweise dürften diese zwei Boxerinnen hier gar nicht gegen Frauen boxen, denn sie zählen beim internationalen Boxweltverband IBA als Mann, bei Olympia zählen sie als Frau. Also offizielles Frauenschlagen unter dem Deckmantel von Olympia. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ein wirklich sehr umstrittenes Thema heute, und eines gibt es festzuhalten: Es gibt nur zwei Geschlechter. Auch alle, die hier zuschauen und meinen, ich brauche eine Gefährderansprache, da ist das Fenster, durch das SEK hier reinfallen kann. Es gibt nur zwei Geschlechter. Es gibt zwei biologische Geschlechter und es gibt zwei Geschlechter für das Steuerrecht. Das ist ja der Witz daran. Es gibt im Steuerrecht nur zwei Geschlechter. Es gibt noch nicht mal divers im Steuerrecht. Also erzählt mir nicht, es gibt 1 Milliarde Geschlechter da draußen. Es gibt Männlein und es gibt Weiblein. Alles andere dazwischen existiert nicht in der Form, in der es biologisch relevant ist. Wenn Leute da oben eine Schraube haben, die sagen, ich bin heute ein Affe mit einem Hinkebein, von mir aus, okay. Aber es gibt zwei Geschlechter. Entweder ist man Mann oder man ist Frau. Und vor allem gibt es biologische Geschlechter, ja? Also, wer als Frau geboren, der ist als Frau geboren. Auch wenn er sich anzieht wie ein Mann, ist er dann nur ein Transvestit und keine Transe an sich. Aber das sind wieder Diskussionen hier, die führen zu weit. Es geht eigentlich um Imane Khelife, die Boxerin, deren Geburtsurkunde erst 2018 ausgestellt worden sein soll, zu Beginn ihrer Profisportkarriere, obwohl sie schon 1999 geboren wurde. Damit ist Imane Khelife genauso alt wie meine Schwester, um das mal zu sagen. Wenn ich mir Imane Khelife aber allerdings anschaue, komme ich auch rein optisch zu dem Schluss, sie ist definitiv ein Mann. Das Gleiche haben wir, ein Bundestagsabgeordneter mit dem Namen Markus Ganserer stand auf dem Wahlzettel zur Bundestagswahl. Im Bundestag sitzt aber kein Markus Ganserer, da sitzt eine Tessa Ganserer, und da kommt schon wieder das Ganze an sein Ende. Denn Markus Ganserer stand als Mann auf dem Wahlzettel, zählt bei den Grünen aber über die Frauenquote eben mit. Jetzt geht es hier um diese Boxer. Man wollte diese bizarren Widersprüche endlich mal aus der Welt schaffen. Und da gab es gestern in Paris eine Pressekonferenz, bei der es so hoch hergegangen ist, dass selbst die Journalisten sich gegenseitig angeschrien haben. Sie wollten dann vom IBA-Präsidenten, also dem Präsidenten des Weltboxverbandes, wissen, wie viel Geld Wladimir Putin und Gazprom ihm bezahlen für diese Aussage. Und da sieht man mal, wie es ihnen egal ist, dass Frauen geschlagen werden bei Olympia. Und zwar von Männern geschlagen werden. Der IBA-Präsident hat es ganz klar gesagt, er hat eine einzige Aufgabe, und das ist es, Frauen zu schützen und vor allem Frauen im Sport zu schützen. Und bei dieser Pressekonferenz in Paris hat eben der Präsident des Weltboxverbandes gesagt, wir haben wissenschaftliche Tests, die zeigen, dass sie männlich sind. I try to say that the medical result, blood result, looks and say the laboratories that this boxer is male. Also Imane Khelife und Liu Yutong, also der taiwanesische Boxer. Diese Tests hätten sehr, sehr hohe Testosteronwerte gezeigt. Man könne aber nicht sagen, ob es Transgender-Fälle sind oder nicht. Und da kommen wir wieder. Es gibt medizinische Besonderheiten. Es gibt auch Frauen, die werden mit Hoden geboren. Kommt ganz selten vor. Ganz oft sind das innenliegende Hoden. Also die liegen bei der Frau irgendwo im Körper und man sieht die nicht. Aber man kann dann diese krass hohen Testosteronwerte messen. Also es gibt hier auch medizinische Besonderheiten, die vorkommen, genauso wie es gibt Menschen gibt, die mit 6 Fingern geboren werden oder mit 4. Es gibt ab und zu diese Abweichungen von der Norm, weil die Natur eben auch nicht fehlerfrei ist. Allerdings ist es für den medizinischen, also für den Vorsitzenden des medizinischen Komitees des Boxverbandes entscheidend, dass es hier 2 Blutuntersuchungen gab, das einen männlichen Karotyp zum Ergebnis gebracht hat. Und zwar sind auch bei
Frau Imane Khelife oder Mann Imane Khelife X- und Y-Chromosome gefunden worden in der Blutprobe. Natürlich wird hier wieder alles abgestritten. Man darf aber nicht vergessen, dass diese beiden Boxer, Imane Khelife aus Algerien, die auch noch unter dem Deckmantel des Islam hier Frauen schlägt und Allahu Akbar ruft, das ist wirklich so. Also, Allahu Akbar. Da frage ich mich, Leute, und ihr klatscht auch alle noch, ja? Wenn hier biologische Männer, biologische Frauen offiziell vermöbeln unter dem Deckmantel des Sportes, und dann muss man mal sagen, ihr habt da oben mehr wie nur eine Schraube locker, aber die Eröffnungsfeier für Olympia hat uns alles gezeigt, was ihr für Schrauben im Kopf locker habt. Das medizinische Komitee des Internationalen Boxverbandes sieht nämlich hier die Gefahr, dass sich Männer in den Frauensport mogeln und hat sie deshalb ausgeschlossen, ja? Das Interessante ist, das IOC, das Olympische Komitee für Paris, sah sie hier benachteiligt. Ich bin hier, um das Chaos zu beseitigen, sagte Herr Bach, Präsident, ihr kennt ihn, Thomas Bach ist ein Deutscher. Das IOC hat keine eigenen Tests vorgenommen, ja, sondern nur der IBA, also der Boxverband, der sagt, wir haben Testosteronwerte gefunden, wir haben XY-Chromosome gefunden. Der hat einen Test gemacht und der IOC, also der Olympische Verband, sagt, nein, haben sie nicht. Und der Olympische Verband hält das Ganze für eine Schmierenkampagne, denn der Olympische Verband vertritt die Ansicht, dass das im Pass angegebene Geschlecht maßgeblich für die Zulassung ist. Und da wir in Deutschland diesen Wahnsinn perpetuiert haben, dass es mehr wie zwei Geschlechter geben soll, was absoluter Wahnsinn ist, es gibt nur zwei Geschlechter. Punkt, Ende aus der Diskussion, ja? Wenn sich jemand anders da fühlt, von mir aus, biologisch gesehen, es gibt Mann und es gibt Frau. Und es gibt ganz wenige Fälle, die haben beides. Gibt es auch, aber medizinisch gesehen. Das Interessante ist, das IOC hat nicht nur keinen Test durchgeführt, sondern Imane Khelife verweigert sich auch einem Speicheltest, um hier ganz klar festzustellen, ob sie Mann oder Frau ist. Es wird dann alles wieder heruntergebrochen auf, man wolle sie nur beleidigen und diskreditieren. Da sage ich mir, nein, liebe Imane Khelife, wunderbar, dass du boxen kannst, aber such dir doch in deiner Gewichtsklasse dann einfach männliche Gegner, wenn du wirklich ein Mann bist. Mir egal, ob du Muslimin bist oder Hindu bist, sollt ihr alle glücklich werden, aber es kann nicht sein, dass Männer Frauen schlagen unter dem Deckmantel des Sportes. Schon gar nicht, wenn es geschlechtergetrennte Sportarten sind. Ich bin wirklich schockiert, andere sind fasziniert und ich frage mich, wie lange wollen die Mehrheit der Frauen hier noch zuschauen und das erdulden? Regina Halmich zum Beispiel ist auch ganz groß vor die Presse getreten und sagt, ihr seid Wahnsinnige. Und ihr seid auch Wahnsinnige. Nur mal zum Verständnis, diese... Was meint ihr denn, wie viele der Bevölkerung sind trans? Es gibt verschiedene Studien. Es gibt verschiedene. Und die Zahlen schwanken von 0,6% der Gesamtbevölkerung bis 0,3% der Gesamtbevölkerung. Dafür machen sie diesen ganzen Wahnsinn für weniger wie 1%. Oh Leute. Ich dachte ja, dass es ein bisschen mehr sind, aber nein. Manche sagen, weltweit gibt es 0,4% Menschen, die sich als trans wie auch immer identifizieren. Und da frage ich mich, kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein. Aber doch, für diese ganz kleine Minderheit werden hier sogar Olympische Spiele aus dem Boden gestampft, wo es von Thomas Bach, einem Deutschen, akzeptiert wird, dass Männer Frauen schlagen. Und wenn man was dagegen sagt, ist man gleich islamophob, transphob und dies. Und da sage ich so, nein. Absolut nein. Ich habe ein Problem damit, wenn sich Stärkere, Schwächere suchen, um sie als Opfer zu misshandeln. Da habe ich ein großes Problem dagegen. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Imane Khelife will natürlich, um den Kritikern eins über den Mund zu fahren, Gold holen, wo ich sagen muss, du hast da nichts verloren. Ohne Speicheltest, keine Zulassung. Aber die Deutschen machen möglich, Thomas Bach beim IOC, was in Deutschland gang und gäbe ist, Tests, egal. Was? Pass? Egal. Komm über die Grenze. Und schon, was du sagst, du bist ein Diverser. Natürlich bist du ein Diverser. Ach, du kommst daher. Ja, du kommst hier oben. Sie lassen sich komplett verarschen. Von morgens bis abends, 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr, lassen sie sich verarschen und wollen uns damit reinziehen. Und da sage ich, stopp, halt, eure Ideologie könnt ihr selber fressen. Ich habe da keine Lust drauf. Meine Kinder brauchen das auch nicht. Und vor allem brauchen wir niemals wieder irgendwelche Frauenschläger,
die gesellschaftlich geduldet und akzeptiert werden. Das ist das Letzte, was man werden kann in der Gesellschaft. Jemand, der gegen eine Frau die Hand hebt und schon gar nicht unter dem Deckmantel des Sportes. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Wieder ein kontroverses Thema. Abonniere den Kanal, abonniere X und Telegram. Ich weiß nicht, ob wir die 100.000 jemals überschreiten. In letzter Zeit sieht es so aus, als wären alle im Urlaub oder keiner möchte mehr ein Abo dalassen. Deswegen abonnieren, ganz wichtig. Und damit sage ich ciao, bis bald.